Sometimes I feel like, man, I just need a break because Zürich ist eine Stadt der Gegensätze. Auf der anderen Seite sind wir die Finanzmetropole des Landes, viel Geld, viele Banken. Wir haben aber auch die Bahnhofstraße mit Bijouterien, Geschäften, viel Wohlstand, Reichtum, ein wunderbarer See, schöne Gegenden. Und dann die andere Seite, wo man Armut sieht, Drogenabhängigkeit, Prostitution, viele Ausländer, Kinder, die versuchen, sich hier zu integrieren. Also große Gegensätze in einem kleinen Umfeld, in einer kleinen Stadt. Der Kreis 4 hat ja auch den Ruf des Ausgehviertels, Vergnügungsviertel von Zürich. Es gibt viele trendige Lokale, Restaurants, Pubs, Bars und so. Also die Leute kommen hier hin, um sich zu vergnügen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man auch das große Elend, die große Not bei den Menschen. Ja, ich denke, sie ist geprägt hat von Drogen, von Prostitution. Sie wachsen damit auf, es ist Alltag, was für viele andere Schweizer Kinder fremd ist. Und ich glaube daran, dass sein Reich auch in diesem Quartier hier gebaut wird. Wer ein Haus auf massiven Fels baut, wird es nicht einstürzen. Weil es So, Leute, machen Sie ab. Und wenn Sie selber das gestalten können, sterben. Aber es braucht nachher Jesus, der gesagt hat, ich bin das Leben. In diesem Quartier arbeiten wir vernetzt zusammen. Und es begeistert mich zu sehen, wie jeder mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, aber auch Ressourcen kommt und den anderen hilft. Dass wir zwar alle verschieden sind, dass wir verschiedene Hintergründe haben, aber dass wir alle dasselbe Ziel haben, den Menschen hier im Quartier zu dienen und zu sehen, dass dieser Ort, in diesen Ort Hoffnung und Licht hineinkommt. Und das tun wir zusammen. Wir haben eine Vision zusammen für dieses Quartier. You got only one life to live. I lost my brother just the other day. He was a beautiful brother sitting by the rain. He lost his brain, started smoking and using cocaine. I wonder why he did it again. So I told him, come back to Jesus Christ. Jesus Christ died for you and I. That's why we're rocking on the microphone. Jesus, and I just say, like, it's a really great, to find Jesus is really, really something important, and he changes your life. And when he
when he gives you a mission to do it, you know, and you leave your country and you just come from far away and like to give everything and see what he's doing around the world is really important.